Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen Depot-Haul für euch. Oh mein Gott, die hatten so, so schöne Sachen. Ich hätte am liebsten den ganzen Laden leer gekauft. Ich bin ehrlich mit euch. Hier ist meine Ausbeute drinnen. Es war auch so ein bisschen Frust-Shopping, ich bin ehrlich. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß auch warum. Jedenfalls war auf Instagram die Abstimmung sehr, sehr eindeutig. Ganz, ganz viele wollten eben sehen, was ich gekauft habe. Jetzt ist es nur so, auf Instagram sind ja die Stories nur 24 Stunden sichtbar und deshalb hatten mich da unglaublich viele gefragt, ob ich nicht ein YouTube-Video dazu abdrehen könnte. Mache ich sehr, sehr gerne. Es soll als kleine Inspiration für euch dienen und es sind so schöne Sachen dabei. Ich würde sagen, wir starten durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ich muss erstmal alles rausholen, ne? Während ich hier gerade gequatscht habe, hätte ich das ja machen können, aber das ist dann zu laut. Ich mache das mal eben. Bis gleich. Also meine Lieben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil die Sachen so, so schön sind. Hatte ich schon erwähnt, ich weiß. Also, warum bin ich überhaupt zu Depot gegangen? Ich war auf der Suche nach einer schönen Vase für mein Pampasgras. Hatte ich euch auch in einem meiner letzten Videos erzählt, dass ich eben auf der Suche bin, weil meine Vasen oben alle so groß sind. Ich habe zwar diese hier aus der Poesia-Serie von Leonardo. Ich finde die auch wunderschön, aber ich finde die ist nicht so passend zum Thema Pampasgras. Ne? Da kannst du einen schönen Blumenstrauß reinstellen mit echten Blumen. Die macht schon auch was her. Ich stelle die auch immer auf den Boden, aber zum Pampasgras hat mir das nicht so gut gefallen. Ja, und ich bin dann tatsächlich auch fündig geworden. Ta-ta-ta-ta! Ihr habt sie vielleicht schon entdeckt. Da ist sie, meine neue Errungenschaft. Und ich finde die so, so passend. Wunderschön, auch von der Größe. 16,99 Euro habe ich dafür bezahlt. So sieht die jetzt aus. Und die ist auch von der Machart sehr, sehr speziell. Die hat hier unten nämlich ein anderes Material als hier oben. Und ja, wie gesagt, von der Farbe, von der Machart her, mir gefällt sie einfach wahnsinnig gut. Und deshalb habe ich sie schon mal hierher platziert. Fürs Video und dazu durfte dann auch die kleine Schwester und der kleine Bruder mit. Die gibt es nämlich in verschiedenen Größen tatsächlich. Die kleine, die kostet 5,99 Euro jeweils und die sehen eben genauso aus. Ne? Nur, dass sie eben von der Größe her anders ist, würde ich mir jetzt eine noch dann hier so zum Beispiel hinstellen. Das Ganze dann aber auf dem Boden. Ich habe es jetzt nur mal hierher platziert und die dann auf den Esstisch. Ich finde, die hat genau die richtige Größe für den Esstisch tatsächlich. Gefällt mir richtig, richtig gut und für 5,99 Euro musste die unbedingt mit. Dann habe ich mir noch eine kleine Vase gekauft und zwar diese hier. Die fand ich auch wegen dem Goldrand so, so speziell und so schön gemacht. Die hat auch nur ein ganz, ganz dünnes Glas, also die ist sehr, sehr filigran verarbeitet. 4,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Kann ich mir eben auch zum Beispiel auf ein Nachttischränkchen oder auf ein Nachttischränkchen, oder? Nachtschränkchen? Deutsche Sprache. Also ihr wisst wo, wo ich meine. Da kann ich es mir sehr gut vorstellen oder eben auf einem kleinen Beistelltisch. Richtig, richtig süß. Eben auch mit einem kleinen Pampasgras oder Trockenblumen oder einem echten Blumenstrauß. Ne? Logischerweise, das war gerade italienisch. Ja, dann habe ich mir noch diesen Stern hier mitgenommen. Dafür habe ich bezahlt 3,99 Euro und das habe ich mir eben so vorgestellt, dass ich den zu dieser Vase platziere und zwar hier so vorne dran. Wartet, ich zeige es euch, wie ich mir das vorstelle. So, zum Beispiel jetzt oder eben eine größere Vase. Die Vase hier hat 9,99 Euro gekostet. Die musste ich auch unbedingt mitnehmen. Die fand ich auch sehr speziell und sehr, sehr schön. Auch von der Verarbeitung her wieder richtig, richtig klasse. Ich stelle ja auch super gerne Vasen einfach auf den Boden und packe da meine Blumen rein. Ich finde, das macht auch was her. Auf dem Esstisch habe ich es nicht ganz so gerne, wenn die Vasen so groß sind. Und deshalb fand ich eben diese Größe sehr passend. Ne? Kann man, glaube ich, sehen, dass die eben noch mal einen Ticken kleiner ist. Ja, also so viel zu diesen beiden kleinen Vasen hier, beziehungsweise zu meinem neuen Stern. Und dann habe ich mir noch, jetzt kommt's, Achtung, dieses süße Häuschen hier mitgenommen. Das hat 9,99 Euro gekostet. Das ist batteriebetrieben, das macht man dann hier unten an. Und ich habe ja, was Neues auf meinem Esstisch, hatte ich euch auch ein Reel abgedreht für Instagram. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, fand ich sehr, sehr schön. Da hatte ich ja diesen großen rosanen Apfel vom DM draufgestellt, der aus Porzellan ist, mit diesem schönen Bäumchen. Ich blende euch das jetzt mal ein und da habe ich schon so ein kleines Häuschen hingestellt. Das ist von Leonardo und ich fand es irgendwie total passend. Gefällt mir eben gut, wenn man das abends dann anmacht und deshalb durfte es mit.
Von Leonardo habe ich übrigens auch noch was Neues, und zwar dieses hier. Das, was jetzt hier drinnen ist, das habe ich rein. Ich fand das jetzt eben sehr, sehr passend für den Herbst. Und als es angekommen ist, bin ich total ausgerastet, weil ich das so süß fand. Total goldig, kann man eben für jede Jahreszeit dann dekorieren. Entweder für Ostern, für Weihnachten, wann auch immer. Man packt einfach was anderes rein. Und ich fand das so süß, weil das so eine schöne kleine Größe hat. Ja. Und ich habe das eigentlich mit hier draufstehen. Der Tisch, der steht ja eigentlich gar nicht hier, ne? Den habe ich nur für Deko hier hingestellt. Der steht draußen an meinem Spiegel und das Teil ist auch weg. So, und dann habe ich einfach nur das so. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich blende es euch ein. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist jetzt sehr passend zu diesem Haul und deshalb zeige ich es euch sehr, sehr gerne. Bei Leonardo ist ja noch mein Rabattcode gültig. Der ist das ganze Jahr gültig. Keine Produktplatzierung, keine Sorge. Ich möchte es nur einmal dazu sagen, ihr habt die Möglichkeit, 10% zu sparen auf alles. Heidi10 nennt sich, glaube ich, der Rabattcode. Ich blende es euch am besten mal ein oder ich schreibe es euch unten in die Infobox. Ich kann mir das gar nicht mehr merken, weil ich von verschiedenen Firmen eben immer Anfang des Jahres was vereinbare, dass der Rabattcode eben das ganze Jahr für euch gültig ist. Und wie gesagt, ich bekomme dafür kein Geld und auch keine Provision. Dann habe ich mir noch dieses Bäumchen hier mitgenommen. Das fand ich auch ultra süß. 4,99 €. Ist auch LED betrieben. Muss ich hier dann noch dieses Teil rausmachen. Und das soll dann eben auch auf diese Platte. Die Platte hatte ich übrigens bei Nanunana gekauft. Letztes Jahr, glaube ich. Hat 9,90 € oder 9,99 € gekostet. Fand ich auch total schön. Da hatte ich ja meinen Adventskranz sozusagen drauf drapiert. Also mit den 4 Kerzen und noch so ein bisschen andere Deko. Ansonsten habe ich mir noch diese Teile hier mitgenommen. Und eins ist schon kaputt gegangen. Ja, Schale Schokolade. Und zwar ein Glas Strohhalm, seht ihr hier. Richtig schön. Vorne mit dieser Schneeflocke drauf. Fand ich total goldig. Habe ich bezahlt. 1,99 €. Habe ich mitgenommen. 6 Stück. Und eins ist, wie gesagt, kaputt gegangen. Ein Teilchen. Ja, und die haben dann auch so... Na, wie heißt... Mir fällt das Wort nicht ein. So Teile, mit denen man es dann eben sauber macht. Habe ich auch mitgenommen. Hat sie mir in die Seitentasche rein. Habe ich 99 € für bezahlt. Ja. Genau, dann habe ich gekauft noch dieses Teilchen hier bei Depot. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht noch einen kaputt mache. Hier. Wie schön ist bitte dieses Teilchen in rosa? Mega cool, oder? Dafür habe ich bezahlt. Jetzt ist der Preis abgegangen. Mist. Ich blende es euch am besten mal ein. Hier ist der Kassenzettel, aber das würde jetzt zu lang dauern. Jedenfalls fand ich sehr, sehr schön. Eben auch passend zum Pampasgras zum Beispiel. Wenn man das jetzt so sieht. Ja, gefällt mir sehr gut. Und in Gold durfte auch noch was mit. Und das ist so witzig, weil ich jetzt zu Hause festgestellt habe, dass ich mir das letztes Jahr auch gekauft habe. Scheinbar gefällt es mir doch ganz gut. 4,99 € habe ich dafür bezahlt. Fand ich auch sehr, sehr schön. Kann man bestimmt auch eine schöne Vase mit dekorieren. Vielleicht auch Pampasgras oder eben andere Blumen. Muss ich mal gucken. Vielleicht dann für Weihnachten. Durfte auf jeden Fall auch mit. Für Weihnachten durfte dann auch noch dieses Teilchen hier mit, dieser Kranz für 3,99 €. Fand ich auch total süß, auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und eigentlich hatte ich mir das so vorgestellt, entweder so, ne, wenn man das dann weihnachtlich dekoriert. Ich weiß nicht, passt das auch? Mal gucken. Ja, könnte man so auch auf den Boden stellen. Aber eigentlich habe ich gedacht, das wäre kleiner. Ich wollte das nämlich hier reinlegen quasi, ne? Also, ja. Aber es ist zu groß, wie man sieht. Ja, nee, passt gar nicht. Aber auch dafür finde ich eine schöne Verwendung. Man könnte das auch zum Beispiel an die Tür hängen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder eben auf den Tisch, eine große Kerze, also Tablett unten drunter, ne? Nicht, dass Wachs dann runtertropft. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da ist sie, die Bürste. Bürste, Heidi, das ist eine Bürste. Also so steht es zumindest auf dem Kassenzettel. Und damit kann man dann eben den Strohhalm schön sauber machen. Und dafür habe ich, wie gesagt, 99 € bezahlt. Mich ärgert es jetzt gerade total, dass ich einen kaputt gemacht habe. Wie ärgerlich. Ja, muss man echt voll drauf aufpassen. Wobei die das super gut verpackt haben. Also alle Vasen, ihr habt es ja gerade gesehen, die waren auch alle super freundlich, total zuvorkommend. Ich habe zweimal was gesucht und die waren total nett. Ja, muss man ja auch mal dazu sagen. Richtig, richtig toll und sehr, sehr organisiert in diesem Laden waren die. Dann habe ich mir noch mitgenommen
dieses Teilchen hier fand ich auch sehr schön, 3,99 Euro. Das gefällt mir übrigens, wenn die Preise direkt am Produkt stehen. Ne? Mich nervt es ja tierisch, zeige ich euch auch gleich noch, was ich noch mitgenommen habe. Wenn da kein Preis steht, da werde ich wahnsinnig. Ich sage euch die Preise einfach deshalb dazu, weil ich von mir ausgehe. Ich bin nämlich immer, ja, also meine Entscheidung, die steht und fällt schon auch mit dem Preis, ne, klar. Und wenn ich den Preis höre, dann denke ich mir, okay, geht klar oder nee, Heidi, lass gut sein. Und deshalb sage ich euch die Preise sehr gerne dazu. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wegen eurer Entscheidung, vielleicht fällt es euch dann leichter oder eher schwerer. 3,99 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt, fand ich auch total schön, eben auch passend dann zu einem Sträußchen für eine tolle Vase, die ich eben ergattert habe zum Beispiel. Ja. Durfte eben auch mit. Fand ich auch sehr, sehr süß. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, auf dem kein Preis stand. Ich war da allerdings bei HEMA in Frankfurt. Ich habe das gesehen und dachte mir, hey, cool, kannst du dann schön kombinieren mit einem Pampasgras. Aber mich hat es total genervt, dass da kein Preis stand. Und da war ich ewig auf der Suche und es war mega viel los. Ja, ich hatte meine Männer dabei und irgendwie setzt mich das noch zusätzlich unter Druck. Egal. Ich habe dann letztendlich den Preis gefunden. 4 Euro habe ich dafür bezahlt, durfte eben auch mit. Wollte ich euch auch sehr, sehr gerne in diesem Haul zeigen, weil ich das eben sehr passend fand. Ansonsten habe ich mir bei Depot noch was mitgenommen für meinen Esstisch. Wartet, ich pack's mal eben aus. Und zwar war das dort mega cool dekoriert. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so auf dem Tisch gesehen hätte, hätte ich es nicht gekauft. Ne? Hätte Fahrradkette. Aber ich brauche da immer so ein bisschen Inspiration. Ich blende euch mal das Bild ein, wie es dort eben gelegen hat. Mega, mega, mega cool. 3,99 Euro. Ich habe jetzt tatsächlich 6 Stück mitgenommen, wenn wir mal Besuch bekommen. Oder eben dann jetzt zu Weihnachten. Habe ich mir schon ganz genau in meinem Kopf überlegt, wie das aussehen soll mit dem Besteck, mit der Serviette, dann vielleicht eine Kugel dran. Also ich möchte es so richtig schön dann dekorieren. Und ich finde auch so unterm Jahr kann man die natürlich verwenden, wenn man zum Beispiel eine kleine Käseplatte anrichtet oder so ein bisschen Obst, verschiedene Vorspeisen, ja, für Gäste zum Beispiel drapiert oder für uns dann selbst, logischerweise nicht nur immer für Gäste. Fand ich total süß und deshalb durften sie mit. Ansonsten wollte ich euch hier noch meine 3 Schätze zeigen. Die habe ich jetzt allerdings bestimmt schon 2 oder 3 Jahre, lasst mich nicht lügen. Die habe ich jetzt schon mal hochgeholt. Ich fand die auch sehr, sehr passend. Zum einen zum Beispiel, wenn ich dann neben eine Vase das dann so stelle. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen und könnt es gut sehen. Hier, diese Teile, sind das Hirsche? Ja, ich gehe davon aus. Ich habe hier noch einen großen. Der sieht so aus, da könnte man dann noch eine Kerze reinmachen. Der ist jetzt allerdings silber und die sind hier in Gold. Das ist allerdings auch von Leonardo. Und wie gesagt, das habe ich jetzt hochgeholt, weil ich mir gedacht habe, das passt dann super gut zu den Sachen, die ich eben gekauft habe. Und dann kann ich loslegen mit dem Dekorieren. Ja, ich hoffe, dass ich euch jetzt alles gezeigt habe und euch nichts vorenthalten habe. Falls ja, seht das bestimmt in irgendeinem anderen Video oder in einem Vlog von mir. Ich hoffe, dass ich euch jetzt ein kleines bisschen inspirieren konnte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Es war kein gesponsertes Video. Ich habe alles selbst bezahlt. Hier ist mein Kassenzettel. Dieses Video habe ich einfach nur abgedreht, weil mich eben viele danach gefragt haben. Und ich mich selbst eben auch immer über solche Videos freue und mich gerne ein Stück weit inspirieren lasse. Ja, meine Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.